Ja, Nico, ich will nicht sagen Spieler des Spiels, eine großartige Mannschaft hat den Tabellenführer geschlagen. Es war ein hartes Stück Arbeit, es ging auf und ab. Am Ende wart ihr nicht die Glücklicheren, am Ende doch die Erfolgreicheren. Ja, auf jeden Fall ein ganzes Stück Arbeit, die 60 Minuten. Also es war in jeder Sekunde umkämpft. Aber ich glaube, zum Schluss hat die Mannschaft verdient gewonnen, meiner Meinung nach, die auch einfach es mehr wollte, kämpferisch. Gerade kämpferisch ein gutes Stichwort. Es war, glaube ich, so, wirklich so ein Tanz auf Messerschneide. Nicht? Ihr habt in der Abwehr, glaube ich, ganz stark heute gegen diese Hünen, aber auch im Angriff immer wieder mit Kombinationen aufgewahrt. Ja, natürlich. Also mit Einzelaktionen hätten wir heute nicht viel holen können. Deswegen muss das geschlossen über eine mannschaftliche Leistung kommen, wo wir einfach sagen, dass wir da mit Tempo spielen und dann versuchen, geduldig zu spielen, bis zum letzten abzuräumen. Was nehmt ihr daraus mit aus dem heutigen Spiel? Wenn man den Tabellenführer knackt, dann ist eigentlich der Weg nach oben offen. Dass wir jede Mannschaft schlagen können in der Liga. Am besten die nächsten Spiele auswärts dann auch, ne? Hoffen wir's. Gratulation zu einer großartigen Leistung, dir und der Mannschaft. Vielen Dank. Ja, Speedy, herzliche Gratulation zum Sieg gegen den Tabellenführer immerhin. Ich glaube, es hat zu großen Teilen auch mit dir zu tun. Wir haben ja mit einem Kollegen gezählt. Es waren am Ende 12 1:1 Paraden, die dir gelungen sind. Dankeschön. Hast du dich besonders darauf eingestellt, auf die Würfe des Spitzenreiters? Ich würde nicht sagen besonders, aber wir haben schon Videoschule gemacht und besonders eben mit dem starken Yannick Münchberger dort im Rückraum und auf der anderen Seite noch Robin Hunz, die zwei wirklich gute Werfer sind mit vielen Schlagwürfen auch und da fand ich aber, hatten wir sie heute auch mit dem Zusammenspiel mit der Abwehr sehr gut im Griff eigentlich. Ihr habt schon gesagt, ihr habt euch besonders vorbereitet. Nick hat das vorhin gesagt, es ist tatsächlich so, dass eine Spitzenmannschaft tatsächlich auch zum Spitzenduell auffordert. Das war schon heute, ich glaube, großes Kino für diese Liga. Ja, ungemein. Also auch die Halle war super heute. Ich weiß nicht, wie viele Zuschauer es waren, aber am Ende war es ja Wahnsinn. Also was hier für eine Stimmung war, das ist grandios. Also danke auf jeden Fall auch an die Zuschauer. Das war Weltklasse. Also muss man wirklich sagen, immer wieder gerne. Da macht es richtig Spaß dann auch. Und wenn man dann noch so ein Spiel hat, das bemerkenswert war auch, dass ihr, nachdem es so ein bisschen gewackelt hat und ihr plötzlich mit einem Tor im Rückstand wart, dass ihr euch kurz geschüttelt habt, dann ging es aber weiter. Ja, also ganz egal, was passiert ist, waren viele Zeitstrafen auf beiden Seiten, also ganz egal, was da war, im Endeffekt, wir haben trotzdem immer wieder zurück ins Spiel gefunden, jetzt auch am Ende ein bisschen glücklich gehabt mit dem Stürmer vor dort, aber immer wieder eine Antwort gefunden auf die Ludwigsfelder und war wirklich eine geschlossene, sehr, sehr starke Mannschaftsleistung. Und nur so kann man den Spitzenreiter ausschlagen. Aber nicht nur ihr, nur auch die anderen warten auf euch. Ja, das stimmt, das stimmt. Also diese Liga ist komplett, also die ist kompakt. Also da gibt es von 1 bis 7 ist da jeder sehr, sehr stark, muss man wirklich sagen. Dann wird der erste Advent noch schöner morgen. Das auf jeden Fall, ja. Gratulation nochmal. Dankeschön, Dankeschön.